Wie schaffst du es eigentlich, neben der Saison Aufträge zu gewinnen? Das wollen wir uns jetzt anschauen. Lass gerne schon mal einen Daumen nach oben da, schon mal ein Abo da, damit du nichts mehr verpasst in Zukunft. Und ich würde sagen, let's go. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Alex und wir schauen uns jetzt heute mal ganz konkret an, wie schaffst du es neben der Saison als Fachfirma, als Handwerker, mehr Aufträge zu gewinnen? Wir haben ja ganz typische Saisonprodukte, also ganz klassisches Thema ist das ganze Sonnenschutz, Wintergarten, Sommergarten-Thema. Heißt ja auch Sommergarten, weil man es im Sommer halt irgendwo auch kauft. Und dann haben wir natürlich auch tatsächlich klassische Winterprodukte, wie Kamine zum Beispiel. Ganz klassisches Thema oder Heizungen, ne, ganz klassische Winterprodukte, die da halt besser laufen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man auch neben der Saison halt Umsatz machen kann. Und wir haben immer folgende Problematik. Das kennt man vielleicht. Wir haben jetzt hier so die, machen es einfach mal Auslastung. Mal A für Auslastung und wir haben hier das Jahr. Dann wir haben jetzt hier, sagen wir einfach mal Frühling, Sommer, Herbst, Winter, so ungefähr. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme nur mal das Beispiel Terrassendächer. Habe ich hier im Frühling relativ viel Auslastung, das geht auch ganz gut im Sommer rein, dann geht es irgendwann so im Herbst langsam runter, im Winter ist es fast auf Null und dann geht es im Frühling wieder irgendwann hoch. Na, hier nächste Frühling ist, geht es dann hier wieder irgendwann so hoch. So bedeutet, ich habe aber, und das ist jetzt das eigentlich Interessante, ich habe aber eine Kapazität von Mitarbeitern zum Beispiel, eine potenzielle. Die Kapazität kann zum Beispiel so aussehen. Da siehst du schon, was das Problem ist. In der Zeit hier müssen die ganze Zeit Überstunden gemacht werden. In der Zeit hier müssten die eigentlich abgefeiert werden. Und das Problem ist nur immer hier, dass man hier gar nicht rein arbeitsrechtlich teilweise so viele Überstunden machen kann, wie man machen müsste, damit das Ganze funktioniert. Und auf der anderen Seite hier dann aber so viel leere Zeit hat, dass man die Leute gar nicht so lange zu Hause lassen kann, wie sinnvoll wäre. Man macht dann oftmals Kleinsttemperaturen. Jetzt aktuell haben wir auch nicht mehr so kalte Winter, wie es vielleicht früher der Fall war, über Monate hinweg, sondern jetzt hat man immer wieder warme Zeiten dazwischen, wo man auch wirklich montieren kann. Es ist schon mal besser geworden. Trotzdem kann man sagen, dass alleine durch die, also es ist nicht nur die Auslastung, sondern vor allem auch die Kaufbereitschaft der Kunden sich ja so entwickelt. Die Leute im Sommer wollen alle kaufen, im Frühling im Sommer wollen alle kaufen, im Herbst Winter will fast keiner mehr kaufen. Und das macht es halt für viele schwierig, eine Planung zu machen, aber auch zu sagen, ich kann meine Ressourcen gleich über das Jahr verteilen. Und vor allem Wachstum macht das schwierig, weil dann weiß ich wieder, ich weiß schon, letzter Winter war sowieso schon wieder knapp, weil ich muss da schon wieder, keine Ahnung, die Leute im Monat zu Hause lassen. Wenn ich jetzt noch mehr Leute einstelle, muss ich noch mehr zu Hause lassen, das hindert viel am Wachstum, obwohl sie vielleicht im Frühjahr auch das Geld reinholen würden. Aber es ist ein hohes Risiko. Und das Ziel soll hier sein, dass man tatsächlich sagt, okay, ich schaffe es, eine Kapazität zu schaffen. Ich mache es mal kurz zurück. Muss ich sie auch zurück machen, ganz anders. Ich schaffe es, eine Kapazität zu haben, die vielleicht hier oben ist, dass immer problemlos geht und ich das einfach zusätzlich noch mit Ausgleich, mal so Plus rein, ne? Dass ich sage, okay, ich versuche einfach hier das auszugleichen, dass ich hier zum Beispiel zusätzliche Aufträge irgendwie gewinne. Darum geht es halt, neben der Saison mehr Aufträge gewinnen. Ihr habt jetzt verschiedene Möglichkeiten dafür. Das Allereinfachste und Offensichtlichste ist einfach in der Zeit Werbung zu machen. Hier übrigens ganz wichtig, darfst du keine Werbung verwenden, die in irgendeiner Form reaktiv ist. Was ist reaktive Werbung, was proaktive? Reaktiv bedeutet, die Person muss aktiv etwas tun, damit sie deine Werbung sieht. Zum Beispiel muss sie aktiv eingeben, Terrassendach kaufen bei Google. Sowas wird in der Zeit garantiert nicht funktionieren, weil das macht keiner. Zum Beispiel, wenn ich in einer Zeitung jetzt sowas anzeige, müsste sie die Zeitung sehen und da aktiv den Hörer in die Hand nehmen, da aktiv sagen, okay, ich schreibe eine E-Mail oder so, das kann klappen, aber das ist eine relativ geringe Chance. Ist aber auch schon Teil proaktiv von so einer Zeitung. Klassische proaktive Werbung zum Beispiel bei Online-Werbung, ne? Ich sehe eine Werbung an der Seite, ich habe mir nicht ausgesucht, was ich sie sehe, ich sehe sie einfach und ich kann mich da melden, ich kann direkt sagen, hey, ich hätte gerne Beratung. Das ist eine proaktive Werbung. Das heißt, reaktive Werbung funktioniert in der Zeit natürlich gar nicht, logischerweise, weil keiner ist da, auf den man reagieren kann. Proaktive funktioniert sehr gut. Das ist Punkt 1. Ich kann natürlich sagen, ich mache Werbung. Punkt 2. Ich kann mir komplementäre Produkte suchen. Also einfach mal Produkte, Produkt, Palette erweitern. Das ist eine Möglichkeit, das kann ich machen. Ist für viele aber sehr schwer umsetzbar, realistisch gesehen. Einfach, weil neue Produktpalette bedeutet, ich muss mir A, neue Lieferanten suchen, B, ich muss teilweise neue Monteure suchen. Und gerade, wenn ich jetzt von was rede, also mal realistisch, was für Produkte kann ich denn, wenn ich jetzt Terrassendächer mache, im Winter noch verkaufen? Das wird schon schwieriger. Gut, dann kann man vielleicht in den Bereich Grills reingehen, dann macht man im Winter eigentlich auch fast keiner. Du kannst dann zum Beispiel in den Bereich Heizlüfter oder so reingehen, wo du sagst, okay, du hast dann diese Laternen draußen. Aber ich meine, wie viel davon musst du verkaufen, damit du es irgendwie schaffst, ein Terrassendach wieder auszugleichen? Das ist schwierig, dann merkst du schon. Andere Option könnte sein, dass man dann zum Beispiel sagt, mach neben Terrassendächern Möbel. Kann man auch machen, ne? Müsste man wieder extra Monteure und so suchen. Merkst schon, das ist alles etwas schwierig. Dieses Produktpalette ergänzen ist ein Thema, also ich sag mal, jetzt so eine Branche wie die Möbelbranche, die Küchenbranche, die hat da nicht so ein Riesenproblem mit. Die haben eher durch die generelle Kaufbereitschaft der Leute Probleme, aber nicht durchs Wetter vielleicht noch, ne? Das ist angenehmer. Aber wenn ich wirklich an klassischen saisonalen Produkten denke, ist das schon schwieriger. Das heißt, eigentlich kommen wir mit dieses Thema Werbung irgendwo mittelfristig nicht rum. Bedeutet, wir müssen uns überlegen, wie schaffe ich es da im Winter, die Leute trotzdem zu überzeugen. Und jetzt kommt das Interessante. Und da fehlt nämlich ganz vielen Leuten einfach die Argumentation dafür. Die sagen mir immer, ja, im Winter kauft das keiner. Ja, aber die Leute wollen es noch früher haben, richtig? Genau. Die bekommst du nicht im Frühjahr, wenn sie im Frühjahr kaufen. Oder nee, die bekommst du im Sommer oder im Herbst. Ja, siehste. Wenn man das den Leuten einfach mal argumentieren würde, einfach mal erklären würde, guck mal, vielleicht so ein Zeitstrahl. Hier
bist du jetzt? Du willst deine Terrassen nach hier haben, also musst du es jetzt machen. Wenn du hier nämlich das machst, dann hast du es hier erst. Wenn das die Leute einfach mal erklären würde, bin ich überzeugt davon, mehr Leute würden so eine Entscheidung dafür auch treffen und sagen, ja, ich mache das im Winter. Natürlich ändert das nichts daran, dass du nach wie vor Werbung machen musst, damit du überhaupt mal an die Leute rankommst. Ne? Aber die Leute dann zu überzeugen, wenn du einmal an die rangekommen bist, ist meist nicht das große Problem. Und selbst wenn die sagen, ja, okay, ganz interessante Beratung, wir würden aber gerne da nochmal drüber nachdenken bis zum Frühjahr oder so, whatever, kann ja sein, dann hast du trotzdem schon mal den großen Teil des Vertriebs erledigt, du hast die Beratung gemacht, du hast das Angebot gemacht, die Leute wissen, was es kostet und viele davon kommen dann auch wirklich im Frühjahr und kaufen es dann tatsächlich auch. Ne? Und dann hast du halt einen relativ kurzen Sales-Cycle und du weißt selber, wie es ist, wenn im Frühjahr dann plötzlich alle anfragen, hast du auch keine Zeit mehr für Beratungen so groß. Und dann ist es halt besser, wenn dann noch ein paar zusätzlich reinkommen und sagen, ja, wir haben das gemacht, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Ne? Eigentlich ganz simpel, also du solltest auf jeden Fall drüber nachdenken, Werbung zu machen, ganz konkret. In dieser Situation, um die Leute, und das ist ganz wichtig, es gibt immer Leute, die werden jetzt kaufen, um die Leute auch abzuholen und ihnen zu erklären, guck mal, wenn du nächstes Jahr so ein Ding haben willst und ich weiß, du willst nächstes Jahr so eins haben, dann bitte, bitte, bitte triff jetzt die Entscheidung, weil sonst hast du das nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes oder übernächstes Jahr, je nachdem wie die Lieferantensituation ist und wann du es nächstes Jahr kaufen wirst. Ne? Und das ist natürlich eine Sache, damit kann man sehr gut Leute abholen, damit kann man gut argumentieren und das sollte man auch tatsächlich machen, weil die große Problematik ist immer, dass ganz viele Handwerker, ganz viele Fachfirmen wirklich darauf warten, dass der Kunde auf die zukommt und sagt, wir würden das gerne machen. Also es hängt viel, viel mehr tatsächlich auch von deinen verkäuferischen Fähigkeiten ab. Natürlich ist es im Frühling viel einfacher, sowas zu verkaufen und die Leute kommen von selber schon auf einen zu. Aber wenn du im Winter ein bisschen mehr Verkaufsfähigkeiten auspackst, vielleicht eine interessante Aktion, eine interessante Incentivierung mit dazu machst und dann sagst, okay, von mir aus die erste Rate wird dann noch erst im Januar fällig oder so, ist ja auch in Ordnung, dann bestellen wir auch erst die Ware, kann man aber jetzt schon Aufträge eintüten, ne? Kann den Leuten vielleicht noch sagen, es gibt noch eine kleine Winteraktion dazu, weil sie jetzt halt sich im Winter entscheiden. Kann vielleicht sogar schon Aufträge abwickeln, kann ja auch sein, wenn sich jemand direkt entscheidet und man jetzt vielleicht nicht so einen ganz so kalten Januar hat, kann man auch da schon Aufträge abwickeln sicherlich. Ne? Und der Kunde ist umso happier, weil er halt dann im Februar schon sein Dach zum Beispiel stehen hat oder im März vielleicht sein Dach schon stehen hat und entsprechend dann auch weiß, okay, ich kann mich jetzt im Sommer ganz entspannt darunter setzen. Ne? Also du siehst schon, es gibt viele Möglichkeiten, was du links und rechts machen kannst tatsächlich, um da auch neben der Saison Aufträge zu gewinnen. Das Wichtigste, die wichtigste Basis ist tatsächlich, dass du dir Gedanken über die Werbung machst. Wenn du da wissen möchtest, wie sowas funktioniert, ich würde sagen, ein Drittel unserer Partner ist zu uns gekommen, weil er gesagt hat, er will neben der Saison Aufträge schreiben und ist dann auch noch bei uns. Entsprechend hat es gar nicht so schlecht wohl funktioniert. Und wir werden dir da auch Dinge mitgeben, links und rechts, wie du das wirklich argumentativ gut verpacken kannst, dass die Leute auch wirklich kaufen. Nicht nur, dass du eine Anfrage hast, sondern wirklich einen Kunden hast. Ich würde sagen, trag dich gerne für eine kostenfreie Beratung ein, wenn du möchtest, am-beratung.de. Die Website findest du nicht selten verlinkt hier. Und ansonsten lass einen Daumen nach oben gerne da, wenn dir es gefallen hat. Gib den ganzen Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.